Hi, meine Lieben. Ich melde mich heute wieder zurück. Es ist Samstagabend. Ich habe ein bisschen Zeit. Und ich weiß, ich habe es angekündigt, wollte eigentlich mit der, mit meiner Lebensgeschichte Teil 1 beginnen. Aber das muss ich vielleicht noch ein bis zwei Wochen aufschieben. Denn ich habe tatsächlich im Moment das Problem, dass mir, der 9. Dezember Ich weiß, dass es nicht viele verstehen, aber dieser 9. Dezember, der nun mal halt nächste Woche Sonntag schon ist, ist so ein Riesending für mich, dass all meine Gedanken momentan ausschließlich um diesen Termin sich drehen. Ich habe Albträume, den ganzen Tag bin ich, das ist, weil das Thema Angst im Moment das größere Thema bei mir ist. Und deswegen möchte ich es auch heute Abend zum Thema machen. Ja, das Thema Angst ist schon, seitdem ich denken kann, ein großer Faktor in meinem Leben. Ich glaube, ich bin schon mit Angst auf die Welt gekommen, vielleicht sogar schon vor meiner Geburt. Warum das Thema Angst? Ja, die einen oder anderen werden lachen. Ich habe ja schon in den letzten Videos, konnte man ja schon feststellen, dass der 9. Dezember ein riesengroßes Thema für mich ist. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, dass ich mich da ein bisschen aufspiele. Ich bin halt großer Within Temptation Fan und meine da vielleicht mich ein bisschen in den Vordergrund drängen zu müssen. Aber ohne Scheiß, dieser Termin ist so ein Riesending für mich. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich großer Fan dieser Band bin. Aber es hat hauptsächlich damit zu tun, warum ich mich damit so beschäftige und auseinandersetze, dass dieser Termin, ich guck mal aufs Datum, wir haben heute den 1. Dezember, in 8 Tagen nächste Woche Sonntag ist. Und es kann sich wirklich kein Mensch vorstellen, was das Wissen, dass ich dahin fahren werde, muss, will, was das mit mir macht. Es ist wirklich, es ist schlimm. Es ist sogar schlimmer, als ich gedacht habe. Ich habe hier die Karte liegen, ich habe ein Hotelzimmer gebucht, ich habe die Zugfahrkarte und weiß eigentlich, dass ich es nicht mehr abblasen kann, aber das Bedürfnis, die ganze Sache sausen zu lassen, wird mit jedem weiteren Tag, wo dieser Termin heranrückt, immer größer. Ich habe seit 3 Nächten sogar Albträume. Ich habe Albträume. Und nachts habe ich zum Beispiel geträumt, dass ich in diesem Hotel gewesen bin. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich diesen Albtraum erzählen soll. Eigentlich müsste ich diesen Traum erzählen. Damit ihr mal wisst, was da so in meinem Kopf vorgeht. Aber das ist so schräg. Aber es hat natürlich damit zu tun, was ich mir so den ganzen Tag so für Gedanken mache und was ich so für Ängste habe, was das betrifft. Und das sind eigentlich so bescheuerte Gedanken, da fasse ich mir selber an den Kopf. Eigentlich weiß ich, dass das bescheuert ist. Aber der andere Teil in mir, der Angstteil in mir, ist halt sehr stark. Und das sorgt dann tatsächlich dafür, dass ich, wie gesagt, gestern während der Arbeit, wenn ich da mal kurz eine Pause brauchte vom Schreiben, habe ich tatsächlich Google Street View angemacht und habe versucht, per Google Street View den Weg vom Bahnhof, vom Hamburger Hauptbahnhof zu meinem Hotel zu finden. Und vom Hotel habe ich versucht, via Street View zum Realtheater zu kommen. Zu Fuß, weil ich habe das alles so eingeplant, dass ich tatsächlich nicht mit irgendeiner Straßenbahn, nicht mit irgendeinem Bus oder Zug fahren muss, sondern tatsächlich alles
zu Fuß erreichen kann, um mir eben nicht noch mehr Stress zu machen, als ich ohnehin schon habe. So, das habe ich versucht, bin natürlich kläglich gescheitert, weil man per Street View nur die Hauptstraßen oder die Straßen benutzen kann, wo der Google-Wagen hergefahren ist. Und er nimmt halt nicht die ganzen Fußwege, die da so... Also ich gehe ja zu Fuß, das heißt über den Bürgersteig. Und dann gibt es auch noch andere Wege, die dann dahin führen. Aber jedenfalls war das alles nicht sehr befriedigend, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe es letztendlich dann ausgemacht und habe mir dann gesagt, okay, ich schaffe das schon irgendwie. Und habe mir das Ganze dann nochmal mit Google Maps angeguckt und bin froh, dass ich ein Handy habe mit einer Funktion, die mich dann, denke ich mal, auch sicher ans Ziel bringen wird. Also das Zu-Fuß-Navi. Und eigentlich weiß ich, dass ich das schaffe, aber es fühlt sich schon so an. Ich fühle mich da wirklich wie ein kleines, überfordertes Kind, was jetzt plötzlich allein mitten in der Welt ausgesetzt wird und dann eben einen Weg finden muss. Das sind so Gedanken, die ich habe. Andere Angstgedanken sind natürlich, dass ich jetzt auch gehört habe, dass es eine Vorgruppe gibt. Beyond the Black, eine deutsche Symphonic Metal Band. Auch eine ganz tolle Band. Mag ich auch sehr. Freue ich mich eigentlich schon drauf, wenn dann nicht das Problem wäre, dass ich mir vorher ganz genau ausgerechnet habe, wie lange ich es ungefähr vor der Bühne zu stehen, ohne auf Toilette zu müssen. Das sind wirklich, ihr könnt lachen, wenn es nicht so blöd wäre und nicht so tragisch wäre und wenn ich da nicht drinstecken würde, würde ich selber lachen. Aber ich habe nicht nur durch meine zwei Schwangerschaften eine Blasenschwäche, mit der komme ich ja eigentlich ganz gut klar, wenn ich nicht gerade niesen muss, sondern ich habe auch noch eine Stressblase. Und ja, das sind so Themen, da muss man auch mal drüber sprechen. Da mache ich auch nochmal ein extra Video drüber. Diese scheiß verfickte, sorry, dass ich das so sagen muss, Stressblase. Es ist nämlich tatsächlich so, dass... Also es ist... Meine Blase ist Psycho, wenn ich das so sagen würde. Die ist echt Psycho drauf. Das heißt, wenn ich auf Toilette gehe, dann müsste es ja eigentlich gut sein. Ist es auch. Wenn ich aber weiß, wenn ich ganz sicher weiß, dass ich in der nächsten Zeit keine Toilette mehr aufsuchen kann, dann kannst du die Uhr danach stellen, muss ich nach 3 Minuten wieder. Und das ist wirklich, das ist ganz schlimm. Wenn ich weiß, dass ich keine Toilette habe oder keine Toilette verfügbar ist, dann muss ich erst recht. So ein verrücktes Thema, aber es ist auch ein Thema bei mir. Das heißt, ich muss ständig und überall auf Toilette, besonders dann, wenn ich gestresst bin. Oder wenn ich weiß, dass es nicht gut ist, eine Toilette aufzusuchen, oder wenn es eben keine Toilette gibt, dann dreht meine Blase wirklich am Rad. So. Within Temptation spielt ungefähr 2 Stunden. Da habe ich mir überlegt, wenn ich nicht so viel trinke, schon gar kein Alkohol, dann werde ich es schaffen, tatsächlich 2 Stunden lang an dieser Bühne zu stehen und nicht auf Toilette zu müssen. Das habe ich mir ganz genau so ausgerechnet. Jetzt habe ich aber erfahren, dass eine Vorgruppe spielt. Die spielt, ich weiß auch nicht mehr, eine halbe Stunde, ich weiß es nicht. Diese Band spielt und bringt jetzt natürlich meine ganze Toilettenplanung durcheinander. Weil für mich gibt es jetzt nichts Schlimmeres, als wenn ich mittendrin auf Toilette muss. Das heißt, ich muss dann durch diese ganze Masse auf Toilette und dann mich irgendwie wieder zurücksuchen und dann habe ich die Hälfte des Konzerts verpasst. Ja, natürlich. Grundsätzlich kann man sagen, scheiß drauf, dann ist das eben so. Aber das sind halt Gedanken, die mich stressen. Weil ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht mittendrin immer auf Toilette müssen. So. Ja, dann habe ich natürlich, das sind so Gedanken. Und dann natürlich erstmal dieses Ankommen. Dahin kommen. Was darf ich alles mitnehmen? Darf ich eine große Tasche, eine kleine Tasche? Das sind Sachen, die weiß ich nicht. Die beunruhigen mich. Die muss ich immer erst alle googeln und nachgucken und dann, habt ihr im letzten Video schon gesehen, gucke ich mir auch gerne so Live-Videos an, eigentlich um die Vorfreude zu steigern, aber es ist natürlich dann auch der Punkt, dass ich dann schon ein bisschen Angst habe,
da in dieser Menschenmenge zu stehen. Wobei ich da noch nicht mal... Also ich habe jetzt nicht das große Problem, in der Menschenmenge zu stehen in Bezug auf Platzangst. Eigentlich habe ich keine Platzangst, es sei denn, ich muss mich wirklich durch einen engen, ja, durch einen engen Tunnel zwängen, da würde ich auch wahrscheinlich durchdrehen, vor allen Dingen. Egal. Jedenfalls, Platzangst ist bei mir jetzt nicht so das große Thema, aber kann das nachvollziehen, wenn Menschen Platzangst haben. Ich habe viel mehr Angst eben vor, ja, vor den Emotionen. Menschen um mich herum haben Emotionen und diese Emotionen werden auf mich übertragen und dann weiß ich nicht, wie reagiere ich da drauf. Wobei ich da eigentlich guter Ding bin, das wird ein sehr positiver Abend werden und ich glaube auch, dass es positive Emotionen werden, aber trotzdem sorgt mich das. Und dann sorgt mich das auch das Problem, dass ich weiß, dass ich eben sehr, sehr emotional bin und auch wirklich im Scheiß am Heulen bin. Und ich weiß, dass ich merke auch gerade, dass mir jetzt die Tränen kommen, weil ich einfach so ein Weichei bin. Ich bin einfach ein furchtbares, ein ganz furchtbares Weichei. Ja, und dann hat man natürlich auch noch so richtig krasse, so richtig kranke Gedanken. Die schiebe ich natürlich weit, weit weg. Ich sage mir oder denke mir Dinge aus und bin mir eigentlich sicher, dass sie nicht passieren. Und wenn ich jetzt sage, dass natürlich nicht nächste Woche Sonntag ein Terrorist ins Meertheater kommt, um da ein Blutbad anzurichten und ich mittendrin bin, wenn ich das jetzt ausspreche, wird das wohl nicht so sein. Aber trotzdem ist die Sorge halt da und ja, dann nochmal zurück zu meinem Albtraum. Ganz komischerweise, der Traum von letzte Nacht, der hat mich so richtig, der hat so richtig mein Gehirn gefickt, weil das war so bescheuert und da spielen viele Faktoren eine Rolle, denn, oder viele Eindrücke eine Rolle. Ich habe zum Beispiel gestern mit meinem Mann zusammen die Brücke Transit in den Tod, 3. Staffel geguckt. Ist eine ganz tolle schwedisch-dänische Serie. Da gibt es um einen Psychopathen. In dieser Staffel wird die Kommissarin nachher verdächtig, einen Mord begangen zu haben. Und sie war es wirklich nicht und sie hat absolut nichts damit zu tun gehabt. Und ich habe einfach diese hammermäßig gespielte Verzweiflung von ihr mitbekommen. Und dieses Unfair, dieses Gefühl, so unfair behandelt zu werden. Und es gab auch noch eine Szene in diesem Film, wo ein junger Mann ein Verhältnis mit einer, ja, der war 17 Jahre alt, er hatte ein Verhältnis mit einer Ü40 Person und der hat dafür gesorgt, dass ein Paparazzi die beiden zusammen erwischt und filmt, damit die ganze Sache auffliegt. Und jedenfalls habe ich geträumt, ich wäre in diesem Hotel in Hamburg und ich wollte Abendessen, wollte frühstücken, ich weiß das noch nicht mal. Ich bin also rumgelaufen, etwas orientierungslos und lerne eine junge Frau kennen. Vielleicht so Anfang 20 und die fragt mich, was ich vorhab, was ich mache und ich habe gesagt, ich gehe jetzt da auf dieses Konzert nachher und sie hat mir also nicht so richtig Antwort gegeben, warum sie jetzt da ist. Jedenfalls habe ich die ganze Zeit versucht, sie so ein bisschen abzuwimmeln, weil ich musste nämlich dringend pinkeln. Ich musste echt auf Klo und habe mir dann in diesem Hotel eine Toilette gesucht. Habe aber nicht mitgekriegt, dass dieses Mädel mir gefolgt ist. Und jedenfalls, man könnte jetzt sagen, was hat die Niki da für schräge Fantasien, aber tatsächlich bin ich von dieser Frau in der Toilette nicht überfallen worden. Also die hat mich tatsächlich sexuell belästigt. Und in dem Moment, wo sie das tut, bekommt ein Journalist mit der Kamera rein. Fotografiert das Ganze und ich war total entsetzt und überfordert und denke, Leute, was geht denn hier ab? Was wird das jetzt hier? Und
bin ihm dann hinterher und dann hat er mich schon gefragt, wie ich denn gerne hätte, wie die Schlagzeile aussehen würde, weil er wüsste ja, wer ich wäre. Ich würde ja im Internet so sorglos mit meinen Informationen umgehen und wie ich das finden würde, wenn dann in dieser Zeitung stehen würde, Nicola in flagranti mit einer Frau erwischt oder... Oder ob mir die Meldung besser gefallen würde. Nicola wegen Mordes an einer Prostituierten verdächtigt. Bitte was? Habe ich ihn dann auch gefragt und dann hat er gesagt, ja, hier in dem Hotel ist heute Nacht ganz rein zufällig eine Prostituierte umgebracht worden, die ihren Namen im Terminkalender stehen hatte. Ich denke, was geht hier ab? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ganze Problem, was ich nachher hatte, ist, wenn ich nach Hause komme, wie erkläre ich das? Wie erkläre ich das? Ich wollte doch nur auf ein Within Temptation Konzert und nicht, dass mein ganzes Leben zerstört wird. Und, ja. Jedenfalls kam da ganz viel Getöne aufeinander und das so verfolgt mich im Schlaf. Warum gucke ich mir dann im Fernsehen so eine Scheiße an? Es ist tatsächlich so, dass ich in meiner Freizeit das Genre Thriller, Grusel und Horror echt bevorzuge. Ich hatte in der Vergangenheit mal das Problem, dass mir jemand gesagt hat, Mädel, wenn du doch mit Angststörungen zu tun hast, warum verdammt nochmal ziehst du dir so eine Scheiße rein? Gerade deswegen sollte man sich doch sowas nicht angucken. Oder wenn ich zum Thema Hochsensibilität, HSP, mir irgendwelche Ratgeber oder so angucke oder nein, dann sollte man sich am besten nur mit Benjamin Blümchen und Friede, Freude, Eierkuchen umgeben und alles ist gut. Aber mir gruselige Sachen anzugucken, mir Horrorfilme anzugucken, ist tatsächlich eine Form von Angstbewältigung. Und wenn ich mir überlege, wann ich angefangen habe, meinen ersten Horrorfilm zu gucken, das weiß ich noch, weil ich habe tierisch Ärger bekommen von meiner Mutter. Ich weiß, ich habe, glaube ich, mein erstes Stephen King Buch gelesen, da war ich 10. Das war Feuerkind, glaube ich. Feuerkind habe ich gelesen. Und da war meine absolute Liebe zu Stephen King geboren. Und mein ersten Gruselfilm, den ich geguckt habe, war Poltergeist. Das müsste Poltergeist gewesen sein. Und, ich denke, du erinnerst dich noch, Oliver, meine Mutter hat bei deiner Mutter angerufen und ihr das Leben zur Hölle gemacht, warum sie verdammt normal nicht aufgepasst hat und warum sie mich das hat gucken lassen. Aber es hat mich total geflasht damals. Solche Filme zu gucken hat mich glücklich gemacht. Aber erklär das mal jemandem. Erklär das mal, warum macht es jemand glücklich, Angst zu haben. Und da bin ich gestern auf einen Artikel gestoßen, den muss ich euch mal gerade zeigen. Wo war er? Und zwar von ZDF: Fürchtet euch, was Angst mit uns macht. Hier steht, also den Film kann man sich dann angucken. Ob über Fernsehen, Kino oder Videos. Millionen Deutsche konsumieren zum Zeitvertreib Angst. Die Lust am Gruseln hat einen Grund. Angst, die uns nicht unmittelbar betrifft. Angst, die ganz sicher vorübergeht. Angst, die nur gespielt ist, die macht uns glücklich. Im ersten Schrecken flutet Adrenalin den Körper. Dann dämpfen Endorphine und Dopamin den Adrenalinalarm. Beides körpereigene Rauschdrogen. Sie sorgen für einen kurzen, glücklichen Kick.
Die Erkenntnis, in Wahrheit nicht wirklich beteiligt zu sein, schafft auf diesem Weg Glücksgefühle. Weil sie selbst nicht bedroht sind, können Betrachter Horrorvideos genießen. Es wirkt paradox, aber die Angst hilft gegen die Angst. Ein Cocktail aus Glückshormonen übertüncht jede Sorge. Gruseln ist sozusagen eine unbewusste Eigentherapie. Das fand ich so der Hammer, als ich das gelesen habe. Und hatte somit die lang gesuchte Antwort auf die Frage, warum fahre ich so darauf ab? Weil manchmal ist es ja so, dass Menschen sagen, ja, wenn man sich mit sowas beschäftigt oder immer solche Filme guckt, dann kann man ja nicht ganz dicht sein. Und deswegen fand ich das auch ganz lustig. Ich denke mal, ängstliche Menschen müssen sich einfach mit Angstthemen auseinandersetzen. Fand ich sehr interessant, das Thema. Also ihr könnt euch ja auf ZDF dieses Video mal angucken. Ich verlinke das hier unten unter der Videobeschreibung. Ja, und jetzt habe ich wieder lange gequatscht und habe, glaube ich, gar nicht so richtig das Thema getroffen, was ich eigentlich treffen wollte. Aber wie gesagt, es sind nur noch 8 Tage. Und so, also nochmal fürs Protokoll. Wir sind Daniel und Stefan von den Geisterakten und wir möchten uns einfach ganz nett mit dir oder mit euch unterhalten und würden uns total freuen, wenn ihr mit uns sprecht. Ist denn hier jemand bei uns? Doubt. Beware. Ich nehme diesen Audiorekorder jetzt und lege den einfach nochmal wie eben neben die Kerze. Out clean. Fällt dir auf, nach jeder Aktion oder nach einer bestimmten Frage kommt jedes Mal direkt eine Antwort über die Uhr los. Ja? Ja. Da oben. Kommt irgendwas mit ganz großen Schritten auf uns zu. Von hier oben. Ja. Da kommt irgendwas mit großen Schritten auf uns zu. Ist ja doch so echt so ein bisschen paranoid, ne? Ja. Bei dem, was wir letztes Mal erfahren haben und bei der Umgebung hier, kein Wunder eigentlich. Komm mal bitte zu mir. Komm mal bitte zu mir. Ja, ich bin unterwegs. Was ist los? Da, wo ich hinstrahle. Siehst du das da oben? Ja. Oh, da ist was. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? So, und jetzt packen wir die Sachen zusammen. Warte, lass mich das filmen. Jetzt hast du gerade die Kamera verwackelt. Da läuft was rum. Jetzt hat sich's rumgedreht. Daniel? Ich seh's. Oh mein Gott. Daniel? Ja. Jetzt ab! Sachen zusammen! Leuchte bitte weiter hoch. Ja. Ich guck uns an. Alter Schwede. Hier ist die Kamera. Versuch das halbwegs zu filmen mit. Gib mir den On-Recorder. So. Läuft noch, probier's mal drauf zu kriegen. Alter Schwede, das ist irgendwas Großes gewesen. Nicht gewesen, es ist immer noch da und es guckt uns an, Daniel. Nicht gewesen, es ist immer noch da und es guckt uns an, Daniel.